Willkommen von der Komplex 2016, wo natürlich WR auch eine große Rolle spielt und kommt. Und Zotac hat eine der coolsten Lösungen hier. Und zwar haben sie einen EN Magnus Barebone hier einfach in einen Rucksack gepackt, also einen kompletten Gaming-PC in einen Rucksack gepackt, der einen Akku drin hat für bis zu 90 Minuten gerade in diesem Prototypen. Und da kommt das Kabel einfach zu dieser HTC Vive-Brille raus. Und wie ihr sehen könnt, der Zotac-Kollege hier spielt hier gerade in einer Unterwasserwelt, schaut sich gerade um und kann dann entsprechend hier mit dem Controller und allem einfach spielen, ohne dass er irgendwie an Kabel gebunden ist oder sich hier irgendwie aufpassen müsste, dass sie über Kabel einfach drüber fällt. Ende des Jahres könnte dann dieser Rucksack entsprechend auch schon rauskommen, der gerade zwar noch 4 Kilo wiegt, aber bis dahin noch viel leichter werden könnte und einfach wirklich sehr praktisch ist zum VR-Spielen, weil ihr zu Hause nicht viel braucht, außer die Sensoren, einfach damit ihr dann entsprechend diesen Bereich hier bei HTC zum Beispiel festlegt, wo ihr dann entsprechend spielt, und ansonsten ganz praktisch hier entsprechend das Ganze ohne Kabel ganz klein und knackig dann entsprechend überall mitnehmen könnt und auch vielleicht bei Freunden auf Partys oder so einfach hier verwenden könnt. Mein Name ist Balaschka, das war hier der Zotac VR Backpack. Den genauen Namen hat Zotac noch nicht hier festgelegt, aber wie gesagt, Ende des Jahres könnte es dann entsprechend diese EN Magnus Barebone-Lösung entsprechend in einem Rucksack einfach geben für Virtual Reality. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balaschka und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Also ihr habt den VR-Rucksack gerade im Einsatz gesehen und hier, so schaut der innen aus, der Prototyp. Heißt, ihr habt einfach hier innen eine Metallbox, die eventuell noch Plastik sein in der Zukunft natürlich, mit den ganzen Anschlüssen und der ganzen Hardware, die ihr auch im Magnus EN980 gesehen habt. Und wie ihr sehen könnt, hier das Kabel kommt einfach raus an die VR-Brille. Der Rest ist natürlich wireless sozusagen für die Übertragung, beziehungsweise hier unten habt ihr den Akku, den man dann auch später auch einfach tauschen kann, sodass das System noch anbleibt für ein paar Minuten. Also wird noch ein integrierter Akku sein, den dieser Akku dann entsprechend immer lädt. Aber ihr müsst nicht jedes Mal das Gerät neu starten, wenn dann ist fertiges System auf den Markt kommt, weil ihr werdet einfach noch einen zweiten Akku drin haben, der das Gerät einfach noch ein paar Minuten laufen lässt, während ihr den zweiten Akku sozusagen dann austauscht. Genau. Wie gesagt, Ende des Jahres kommt dann entsprechend dieser VR-Rucksack von Zotac wahrscheinlich auf den Markt. Bis dahin, mein Name ist Balaschka von der Komplex 2016 und bis zum nächsten Mal.